Ah, da oben. Portal da oben hin. Dich töten. Ding, 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 ding. 40 XP. Und das sind ganz, ganz viele Skelette. Warte, von hier unten angreifen. Geht mal nach Hause. Stehen irgendwie da wie bestellt und nicht abgeholt. Geht essen oder so. Geht. Ja, jetzt tratschen die da oben. Na gut, den greift einfach so an. So, weg, weg, weg. Sehe ich das richtig, dass die Skelette da stehen und nicht angreifen? Ah, ne. Okay, weiter. Oh, beide greifen an. Die wehren sich mal, das ist ja auch neu. Aber wenigstens wehren sie sich. Das war vorher ganz schön albern. Schnitzel, Schnitzel, Schnitzel. Und warum ist die Welle noch nicht vorbei? Ah, Welle vorbei. Tada, yay. Oh, die freuen sich. Das ist auch neu, glaube ich. Yay, yay. Okay, wir merken uns für die Zukunft. Es waren zwei Beholder, ein Helmchen-Skelett und ein Dutzend oder so normale Skelette. Okay. Rüstung. Ich hätte gerne Stahlhelme. Nee, ich hätte gerne Stahlrüstung. Helme haben wir ja schon. Stahlrüstung. 4 Stahl. Silberrüstung. 2 Stahl. Haben wir Silber? Ja. 2 Rüstung. Ups. 2 davon können wir noch machen. So. Kohle. Oh, wir haben fast keine Kohle mehr. Stahl. Stahl. 1, 2 davon bitte. Das dürfen die Schmiede machen. Für Kohle brauchen wir Dreck und Holz. Genau. Holz. 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 Dreck. So, machen wir schon Kohle. Dann sind noch 2 in der Küche beschäftigt. Oder in den Küchen. Das geht ja in beiden hier anscheinend. Richtig? Jo, okay. Trotzdem ist ein natürliches Kohlevorkommen schneller. Oh, hier unten könnten wir auch noch aufräumen. Wo wir gerade so in Mörderstimmung sind. Zing. Oh, hallo, Beholder. Die wollen nicht durchs Portal gehen, ha? Huh? Na gut, dann wollen wir sie auch nicht. Ah, jetzt kommen sie. Laut, 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 laut. Sind bei 8, okay. Die ersten 1, 2, 3 ziehen sich zurück. Schnitzel, Schnitzel. Oh, da ist gleich noch ein. Wow. Das sind viele. Aber wir haben gleich ein Level-Up. Komm. Gib ihm. Gib ihm, gib ihm, gib ihm. Die Holder ist tot. Du zieh dich zurück, du zieh dich auch mal zurück. Du bist auch schon bei einem Herzen, nur noch gleich. Geh weg. Puh, okay. Jetzt 1, 2 Aufträge hier, damit wir es weiter forschen können, aber hier ist nichts. Oh, da ist Eisen. Zing, zing. Beim nächsten Beholder ist das Eisen. Ich glaube, ich sollte sie echt mal ein bisschen schlafen lassen. So. Das hier hätten wir gerne alles. Und danach das hier und das da und das und das auch noch alles. Dich mit. Ist die Rüstung schon fertig? Ja, 2 Stück. Ausrüsten. Nahkampfbuch haben wir keins gefunden. Du Rüstung. Klopp. Du Rüstung. Klopp.
Also wir haben nur noch zwei mit Holzrüstung. Okay. Das weg, das weg, das weg, das weg, das weg. Ja. Goldmünze? Stimmt, wir haben langsam 18 Goldmünzen. Kann man sich dafür nicht irgendwas Außergewöhnliches holen? Wie Dekofenster? Nein, wie so eine Mithril-Axt. Mithril-Schwert. Mithril-Hammer. Schaden 17. Mithril-Schwert. Schaden 20. Ernsthaft? Zwerge müssen mit Schwertern kämpfen und nicht mit Hämmern? Oder Äxten? Goldener Helm. Mithril-Helm kostet 25. Boah. Ganz schön teuer. Wir können auch die Handwerkerbücher kaufen, wofür ich wahrscheinlich auch meistens meine Münzen ausgeben würde, wenn die Zwerge dann wirklich danach handeln, was sie gut können. Also, dass der beste Schmied immer sofort zur Schmiede läuft und das da macht, aber so ist das anscheinend nicht. Die nehmen das ziemlich willkürlich, was schade ist. Was habe er hier? Wähle Zwerg. Ausrüsten. Maki. Maki ist Bogenschütze. Der hat nichts in der Küche zu suchen. Wir haben nämlich, glaube ich, zwei Zwerge, die Koch haben. Ups. Troll übernehmen. Nein. Ausrüsten. Schreiner, Schwierigkeiten, Kletterer. Okay, wir haben keinen einzigen Koch. Wir haben drei Schreiner. Ich mache mal einen Schreinerauftrag. Gucken wir mal ganz kurz. Bretter haben wir zwar eigentlich schon viele hergestellt, aber testweise will ich gucken, ob es vielleicht doch inzwischen eingefügt wurde. Dass diejenigen, die einen hohen Skill haben, zuerst versuchen, diesen Auftrag auszuführen. So, wer läuft zum Holz machen? Du, hä? Huh? Leto. Leto macht Holz. Leto ist aber unser Bogenschütze. Und genau das meine ich. Das finde ich nicht ganz so toll. Deswegen macht es auch keinen Sinn, jetzt den Zwergen extra Skills zu geben. Weil es quasi random ist, wer was aufnimmt. Außer sowas wie Schwimmen und Nahkampf vielleicht und Klettern. Weil das macht halt eh jeder. So, Weltplanieren kann erstmal kurz angehalten werden. Das Wasser da würde noch ganz gerne weg. Helfen wir ihm doch mal. Das da weg. Das da aufheben. Das, das weg. Das weg. Das und das weg. Und wir sind ganz schön kurz vor 9. Bin ich ja fast versucht. Oh, warte mal. Portal. Ganz schön viel Kohle. So. So, so. Komfortbett. 5 Komfort. Braucht Stoff. Haben wir Stoff? Wissen wir, wie man Stoff herstellt? Stoff, Farbe. Farbe können wir herstellen. Sogar ganz schön viel, wenn ich das richtig sehe. Ja, ganz schön viel Farbe. So. Stoff. Stoff, Farbe und Wolle. Farbe. Da. Ah, da kommt mal ganz viel raus. 20 Stoff haben wir. Reicht für 10 Betten. Wir haben bald 9 Zwerge. Das geht sich richtig gut auf. So, du, du. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, und kein Holz mehr. Und die müssen erst gebaut werden. Okay. Aber da dürfte unser Gesicht dann richtig schön grinsen. Also unser Totem. Wenn wir alle Betten, vor allem haben wir noch dieses grüne Bett hier, wenn wir alle Betten durch die Komfortbetten ersetzen. Warum steht hier eigentlich der Tisch? Weg mit dir, Tisch. Wir haben da oben ganz viele Tischen. Tische. Tischen. Irgendwo schnarcht ein Zwerg da. Also 3, 5, 7. Wir haben gar nicht genug Betten, fällt mir auf. Also jetzt schon nicht. Ja, ich müsste durchgehend hier ein Zwerg durch die Gegend laufen und sagen, ey, wo ist mein Bett, wo ist mein Bett, wo ist mein Bett? Und ich würde gern ein Zwerg steuern, der gerade nicht so viel zu tun hat. Du da. Kontrolle übernehmen. Geh mal dahin. Und bau da. Was willst du nicht, ja? Oder muss ich das erst wegmachen? Ich glaube, ich muss das erst wegmachen.
das auch wegmachen. Da hin, da hin. So, wir haben, hatte ich nicht gerade 30 Stück oder so davon gebaut? Von den Scaffoldings? Sehr komisch. So, du weg. Goldmünze. Nein. Ja, hilft nichts. Bye bye, Goldmünze. Dir wird es gleich ergehen wie einem gewissen Wildschwein. Da hatten wir auch keine Skrupel. Oh, du bleibst drin liegen. Natürlich, es ist viel besser, eine verpackte Wand zu haben mit Goldmünzen. Als wenn die Goldmünze einfach verschwinden würde. Ach, hier sind die ganzen Scaffoldings gelandet. Ja, okay, das erklärt's. Oh. Was? Okay. Sehr komisch. Das soll übrigens massiv und das da soll auch massiv aussehen. So, weiter im Text. Du weg. Währenddessen werden fleißig die Betten gebaut. Das machen wir mal im zweifachen Modus. Geht alles schneller. Fertig. Fertig und Grafik ändern. So. Nimm, 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 nimm. Weg mit dir. Oh. Hallo, Kompasszauber. Zeigt die Richtung des nächsten geheimen Raumes an. Geheimer Raum? Was für ein geheimer Raum? Oh, eventuell der mit dem Portal, aber das kennen wir schon. Befreien. Das sollten wir jetzt sprechen? Weil wir haben gleich ein Level-Up, den kriegen wir volle Mana. Kompasszauber. Wir haben kein Spinnennetz. Das ist schade. Da ist ein Spinnennetz. Go, go, go. Scaffolding weg. Scaffolding weg. Scaffolding unter Spinnennetz. So. Was hat Priorität? Ach, da sind sie. Gut. Das abbauen. Schnell einsammeln, schnell mitnehmen. Abgegeben? Jo, ich glaube schon. Nein, noch nicht. Komm schon. Gib das Spinnennetz ab, bevor irgendjemand Erfahrungspunkte macht. Jungs. Oh, das verdammte Spinnennest. Spinnending. Es wurde eingesammelt. Oh, da ist doch eins. Achso, wir brauchen zwei. Ja, einfache Geschwindigkeit. Hexenkessel. Aha. Spinnenseide? Ah, da. Irgendwo schnarcht wieder so ein Puschelwuschel. Einzacken. Genau, abgeben. Abgeben. Jetzt aber. Da. So. Spinnennetz. Stahl. Das ist ein ganz schön teurer Zauber. Zombie-Gehirne. Quarz. Da. Und rosa Diamant. Du bist sehr komischer rosa Diamant. Kompasszauber. Da. So, wir machen den mal hier. Nicht genug. Nein. Ich habe irgendwo ein Portal aufgemacht. Sogar mehrere. In einer Sekunde bekommen wir ein neues Mana. Ja, ein Mana. Okay, das war gefloppt. Na gut, machen wir eine kleine Pause. Bis gleich.